Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ghost Recon Wildlands. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir fahren jetzt in ein neues Kartengebiet. So. Und wir wollten hier oben in den Norden. Ich setze mir mal hier so kurz einen Markierungspunkt, weil dann kann man den vielleicht noch mit auf den Weg nehmen. So. Ich wäre sowieso in die falsche Richtung gefahren. Weil gefühlstechnisch wäre ich ganz woanders gewesen. So, da ist ein Helikopter. Ups. Schön über die Felder. Entschuldigung. Über den Konvoi eigentlich vielleicht noch mitnehmen, hä? Bereit, Feuer frei. Okay, aber ein Ziel. Treffer. Oh fuck. Verfickte Scheiße. Die wissen von uns. Der Bulli kann schwimmen. Der Bulli kann schwimmen. Das war gar nicht gut. So, ich gehe mal lieber nach oben. Ja, Einsatz ist gescheit, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Bowman, wir sind in Agua Verde angekommen. Willkommen im Narco-Paradies. Agua Verde war mal ein Nationalpark, aber jetzt ist es nur noch Santa Blancas Spielplatz für VIPs. Und dieser Narco Junior Casita schmeißt den Laden. Er kam Politiker, Richter und CEOs zur Entspannung und Sexspielchen ran. Wie ist der Plan? Wir müssen wissen, mit wem er jetzt welche Deals macht. Casita muss irgendwo eine Gästeliste haben. Wenn Sie ihn finden, haben Sie den Namen. Verstanden. Wir sind dran. Bowman hat uns Infos über Karls. Bowman hat uns Infos über Casita geschickt. Na, was für eine Sauerei. So. Da haben wir nochmal was. Oh, ja, Geleck. Gleich 4 Punkte auf der Taktikfolie. So, jetzt gehen wir nochmal hierher. Warte, erstmal aufladen. Hier, der Laptop. Waffenteile. Macht er auch alle gleich. Jawohl, das ist geil. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub holen.
Und einmal hier die Karte. Und dann habe ich was vergessen. Ein Gouverneur aus Argentinien besucht das Ressort, um eine Nummer zu schieben. Besorgen wir ein Video, wie sie aufeinander rumspringen und erpressen ihn dann? Das sollte reichen, um den Rest der VIPs zu vertreiben. So, was ich vergessen habe, ist... Wir wollten uns einmal dieses Video anschauen. Gab es da nicht noch eins? Das gucken wir uns jetzt mal an. Javier Coronel Vallardo ist zu lang. Also nennen wir ihn wie seine reichen Freunde. Carcita, er ist ein Mappy, ein mexikanischer Preppy oder ein Prepsikaner. Sein größter Erfolg war der Sieg in der Spermalotterie. Gonzalo Coronel Vallardo ist Milliardär. Und sein Papi gibt Söhnchen alles. Geld, Autos, Ausbildung, BA in Harvard, Business MBA in Wharton, Dr. Phil in Oxford, um sich etwas Feinschliff anzueignen und gute englische Kleidung. Jetzt darf er sein eigenes Resort leiten. Das war mal ein Nationalpark, aber jetzt wurde eine exklusive Ferienanlage daraus. Hier tut Carcita, was er am besten kann. Verbindungen herstellen. Zwischen Santa Blanca und jedem, der jemand ist. Manager, Politiker, Richter, Partylöwen, sogar Promis. Sie wissen, wer das ist, oder? Kleiner Tipp, sie ist in die Reha, wegen irgendeiner rassistischen Aussage. Carcita bietet dem Kartell mehr als nur Geschäftsabschlüsse. Es ist ein beispielloser Grad der Korruption. Und sie sollen dem ein Ende bereiten. Ohne Connections, keine Korruption. So, dann haben wir das auch nachgeholt. Perfekt. Und wir sind im neuen Gebiet angekommen. Sehr schön. Wir machen es wie in dem alten Gebiet. Wir grasen alles ab, sammeln Informationen und ja, wir sammeln das alles ein, nicht? Nun gut. Starten wir. So, haben wir erstmal einen Stau produziert. Ja. Was war jetzt dies? Okay. Die Brücke gefällt mir gar nicht. Na gut, pass auf, wir gehen nochmal auf die Karte. Wir schauen. Wir haben hier schon mal ein Haus. Wir fahren erstmal darüber. So, und wir nehmen den Boliden hier. Wie heißt der? Zeus. Ab in den Zeus. Anschnallen, Leute. Startbereit. Ja, was ist denn? Na komm. Hast du keinen Bock? Na komm. Dieses Gebiet gehört zu Santa Blancas Nachrichtendienst, die Propagandamaschine. Machen wir uns mit ihren Zielen vertraut. Der Mann an der Spitze ist El Cardenal, ein exkommunizierter Priester, der zum Santa Muerte-Anhänger wurde. Er soll außerdem der geistliche Berater von El Sueño sein. Der andere Typ ist Ramon Feliz, war mal ehrlicher Journalist, bis er unerklärlicherweise anfing, Blogs für das Kartell zu schreiben. Treffer an! Alter, wieso schießen die? Eieieiei. Alter Finne, guck dir das an. So, wir haben ein weiteres Video, was verfügbar ist. Wo finde ich das jetzt? Das haben wir uns gerade angeschaut. Machen wir es so. Alle Priester hören sich gern reden, nicht wahr? Doch es heißt, Reden ist Silber. El Cardenal wusste das auch. Sein Volk war am Verhungern und er wollte irgendetwas tun. Er musste den Armen helfen. Woher die Hilfe kam, war ihm egal. Andere glaubten jedoch, er mache Geschäfte mit dem Teufel. Er wurde verstoßen, verlor Familie und Freunde. Lo perdió todo. Als ich ihn fand, war er völlig gebrochen.
Er sollte bei Santa Blanca die Wahrheit des neuen Glaubens predigen. Von Geburt an sind wir mit dem Tod verheiratet. Und wir müssen ihn mehr lieben als unser Leben. Heiliger Tod, die Göttin der Finsternis, befreit dich von Krankheit und Übel. Überantwortest du ihr Herz und Seele? Er taufte mich im wahren Glauben. Er berät mich, ist mein Gewissen. Es stimmt. Der Einzige, dem ich voll und ganz vertraue. Okay, das ist immer so ein Punkt, den ich nie verstehe. Die übelsten Gangster machen einen auf hart und glauben dann immer ganz hart an Gott. Feindverstärkung im Anmarsch. Ich sehe einen Sicario-Führer. Machen wir ihm Angst, soll er seinen Freunden von uns erzählen. Die wissen nicht, dass wir weg sind. Die gehen in die falsche Richtung. Es sind 15. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Ach, du dickes Ei. Ja, jetzt wird's doch ein bisschen kritischer. Oh. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Auf den Fahrer. Der Tango weiß, dass was faul ist. Runter, sonst wirst du entdeckt. Shit, Deckung! Der Leutnant flieht. Shit, die haben uns. Haben sie nicht. Ja, ein Tick höher. Achso, interessiert ihn gar nicht. Okay. So, das lief nicht so gut. Okay. Gegner tot. Da ist noch ein Tango.
Okay, Hammer. Das war dieser Bereich. Jetzt wollen wir da noch rüber. Ist halt die Frage, ne? Wir werden jetzt nur gejagt. Nachladen. Ach, das ist das Casino. Ja, das sieht mir stark nach dem Casino aus. Alarm gesichert. Nähern uns dem Casino. Muss vom Kartell sein. Wenn wir die Einrichtung samt Spielautomaten und Tischen zerstören, kommen die Reichen so schnell nicht wieder. Das müsste Casita genug Anreiz geben, nach Agua Verde zurückzukommen. Sieht nett aus. Eine Schande, das zu zerlegen. Zivilisten sind auch dabei. Da an dem Gebäude wird noch einer sein. Okay, bin unterwegs. Brauche neue Position. Ich sehe Moment, das Ziel. Such eine gute Schusslinie. Steht da mit Einheimischen. Roger, Ziel markiert. Kann das Ziel nicht mehr sehen. Ziel erfasst. Bin bereit. Kein Ziel. Wiederhole. Kein Ziel. Geh in Position. Ziel erfasst. Kann loslegen. Ein Drecksack weniger. So, dann gehen wir mal rein da. Hier drüben ist ein Narco. Der Checkpoint, da drüben. Casino voraus. Nur Zerstörung und Lärm, Leute. Wir müssen niemanden töten, um das zu schaffen. Ah, doch. Lassen wir ihn das Dach von der Bude. Achtet auf eure Ziele. Es sind Zivilisten im Bereich. Aufpassen, wir wollen keine Zivilisten töten. Ich sehe einen Narko mit einer MP im Casino. So, schön ruhig. Sieht aus, als hätten wir sie aufgescheucht. Runter! Ihr Leutnant, verpisst sich! Das Casino. Sind wir ja gerade. Spielautomaten. Granate fliegt.
So. Jetzt pass auf. Das war ein Zivilist, du Genie. Ja, gut. Seid ihr okay? Mann, ich liebe den Job. So, noch ein paar Casino-Spielautomaten kaputt machen. Hola. Oh, und dann sind wir auch schon wieder fertig, ne? So. Oh, fuck. Sind geflohen. Das Gebäude liegt in Trümmern. Dem Pionierkumpel gefällt unser Angebot. Das erregt mit Sicherheit Casitas Aufmerksamkeit. Würfeln wir jetzt eine Runde oder ist der Tisch im Arsch? Der ist im Arsch, so. Wo ist denn der Sportwagen? Der ist weg. Okay. Mach die Leute nicht nervös. Waffen unten halten. Gut, dann haben wir dies. So, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier wieder zurück in unser Safehouse. Dann hatten wir es eigentlich eine kleine Runde Blackjack, ne? Mehr oder minder. Als stumpfe Mission. Gut, die eine Zivilistin, die im Weg stand. Die hätte ja ruhig mal eher gehen können, ist so. Alles klar. Gut, in der nächsten Folge, weil ich komme jetzt zum Folgenende. Halt, da waren wir doch gerade, oder nicht? Ne, wir waren hier. Im Casino. Nebeneinsatzverstärkung, okay. Da ist noch eine Info gewesen. Habe ich ihn echt übersehen? Krass. Jetzt warte mal. Wie weit ist denn das weg? 600. Komm, das machen wir jetzt noch. Den möchte ich noch schnell verhören. Pick up. Moment, ich fahre. So. Scheiß Dreck. Da steht der Feind und der sieht uns nicht, gell, wie wir hier rumeiern. Sehr geil. So. Weil es ist hier am Anfang. So. Drohne erstmal hoch. Setze Drohne ein. Ich sehe ein zweites Ziel. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Einer mit Maschinenpistolen.
Hab noch einen. Macht fünf. Jo, zwei Kartellschützen. Sie sehen dich gleich. Zieh dich. Das war scheiße knapp. Okay, nichts passiert. Ein Unidad-Vogel, aufpassen. Ich sehe zwei Sicarios, direkt beim Container. Quellen die wieder Gefangene. Silenzio, Marche. Pinche cabrón. Está bien, me rindo. Entweder gehe ich hier mit Antworten oder deinen Ohren raus. Du hast die Wahl. Ich rede, okay? Ganz ruhig. Wir haben einen Kartellkiller aufgespürt. Sorgen wir dafür, dass er etwas zu erzählen hat. Gut, haben wir das auch? Zurück. Der Tango könnte dich sehen. Wir haben jemanden wachgerüttelt. Na, komm her. Stört die gar nicht, das ist ja krass. Überlegen sich Rebellen mit dem Kartell an. Wie lautet der Plan? Ruhe bewahren. So. Alles klar bei mir. Sehr gut, dann haben wir das auch gemacht. Wir haben den Typen verhört und wir haben jetzt wieder ein neues Ziel auf der Karte. Wir haben jetzt hier einige Sachen. Oh ja, das scheint noch ein größeres Ding zu werden. Sehr, sehr geil. Okay, dann ziehen wir uns zurück. Da ist auch nochmal jemand. Was ist denn da los? Schon wieder. Wir ziehen uns zurück und machen hier jetzt erstmal Folgenende. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei Ghost Recon Wildlands. Schönen Abend noch. Ciao. Macht's es gut.